Moin YouTube, herzlich willkommen zur nächsten Session von Minecraft Elements 2, liebe Freunde. Ich befinde mich hier gerade in meiner Base und wir werden jetzt hier richtig loslegen. Ich habe die ganze Nacht wieder AFK gestanden. Man hört es auch an der Farm, da geht wieder richtig die Post ab. Die Mobs ploppen teilweise durch die Wände, weil hier so viel Stuff produziert wird. Und dann gehen wir mal runter, Freunde, dann gucken wir jetzt mal hier. Eine Doppelkiste voll Knochen. 2, 3, 4. Ja, alle Kisten sind voll. Ey, ist das krank. Ist das krank? Das ist komplett gestört. Also ich habe so viel Knochen. Holy moly. Da werden wir jetzt erstmal richtig schön Level mit produzieren, Freunde. Da werden wir jetzt richtig schön Level mit produzieren. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Da werden wir uns jetzt richtig Level gönnen. Übrigens, Leute, kleine Werbung am Rande. Bei Level Up ist heute eine neue Aktion gestartet. Die Kaktus-Eis-Gaming-Drinks sind wieder verfügbar. Und es gibt 50% Rabatt mit dem Code GTIME. Boah, die Mobfarm, die ist so am Eskalieren. Hört ihr das, wie die da am Ausrasten sind? Die ist so auf Produktion ausgelegt. Ich höre schon wieder die ganzen Hexen in der Farm. Ich glaube, wir müssen die einmal resetten, Leute. Sonst kriege ich wieder Ärger mit Spark auf Phoenix. Dann kommt der wieder an und sagt, ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen, G-Time. Ich habe schon gestern oder vorgestern habe ich Ärger gekriegt, weil da so viele Hexen in meiner Farm waren. Die ganze Farm war voll mit Hexen. Spark of Phoenix fand das gar nicht geil. Boah, hier ist alles gewachsen. Okay, wir ernten erstmal. Eskalation vom Allerfeinsten. Hast du das gestern noch mitbekommen mit Fabo? Dass er hier die ganze Zeit meine Kürbisse genommen hat? Ja, habe ich mitbekommen. Und dann hat er gesagt, ich soll wichtiger heute richtig auf die Nerven gehen. Damit er richtig gebrochen ist. Ey, wir werden heute so ausrasten mit der Kürbisfarm noch, ne? Ihr habt gar keine Vorstellung, Chat. Ihr hängt jetzt hier und ihr wisst überhaupt nicht, was heute passieren wird. Es wird so eskalieren. So. Fast 90.000 haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube 13.000 oder so brauche ich für die nächste Lizenz, ne? Da kann ich doch mal 250 Kürbis dazu holen. Junge, ich sag wegen Trimax immer Kaktus, Mann. Trimax macht mich so sauer mit seinem Kaktus, wenn er das zu Kürbis sagt. So, das nehmen wir für den Boss. Zack, haben wir nochmal einen mehr. Geil. Geil. Let's go. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch wieder. Oh, hier kann ich auch gleich ernten, ne? Oh, da gibt es auch noch jede Menge, ja. Aber wir müssen erstmal Bones holen, ja. Sehr schön, die Farm ist jetzt leer, man hört's. Keine Hexen mehr drin. Zack. So, wie lange spielst du, dass du Level 11.889 bist? Digga, ein paar Minuten? Das hier ist kein normales Minecraft, mein Freund. Das hier ist Elements 2. Die Eskalation pur. Pass auf, wie gleich meine Level hochgehen. Gleich geht die Eskalation wieder. Ne, wir müssen erstmal hier unten auffüllen. Das Ding ist, wir haben so viel Bone Meal, ne? Das ist geisteskrank. Das ist völlig gestört. Damit kann ich ja übelst den Bonusertrag wieder mir rausziehen. Wo ist mein Gravity Stone? Wo ist mein Gravity Stone? Da war er. Wo? Rechts oben in der Kiste, glaube ich. Ah, da. Ja, sehr gut. Oh, was würde ich nur ohne den Twitch-Chat machen? Twitch-Chat ist immer am besten für sowas. Die passen richtig gut auf. Die achten da richtig drauf, dass der G-Time hier nichts verliert. Sehr geil. Gut gemacht, Chat. So, jetzt hauen wir uns einen Level-Trank rein. Zack. Und jetzt guckt die Level. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einige Level ranholen, weil mit den Level hole ich neue Lizenzen, damit ich mehr Kürbisse anpflanzen kann. Wir müssen gleich sehr viel Dirt produzieren erstmal. Ich brauche ohne Ende Dirt. Das ist, also Dirt ist der Bottleneck hier. Das ist so nervig, da zigtausende Dirts zu produzieren, ne? Der Trank ist ausgelaufen. Ich kann das jetzt mal eben schnell machen mit euch. Wir gehen mal eben Kürbislizenz holen. Und ich muss auch in den Recycler. So, jetzt gehen wir in die Hub. So, da ist der Recycler. Zack. Dann gehen wir jetzt mal zum Kürbislizenzhändler. Vorerst gibt es keine weiteren Slots. Nein! Warum? Hast du 5000 Level gesammelt? Ja. Regenerationsfähigkeit ist gleichzeitig Lebenskraft. Dein Körper stellt kontinuierlich dein verbrauchtes Mana wieder her. Wenn du die Regenerationsrate erhöhen möchtest, muss dein Körper sich mehr darauf konzentrieren und weniger auf die Kapazität deiner Gesundheit. Okay, das machen wir aber noch nicht. Da muss ich erstmal ein paar Lebensfrüchte noch haben, ne? Wir können mal gucken, wie es in den Collections aussieht. Bam, nochmal 2000 Level geholt. Dafür muss ich nochmal 2000 abbauen. Oh, dann gibt es auch bald eine Lebensfrucht, ne? 25.000 Level, Baby. Let's go.
Jetzt ist natürlich die Frage, soll ich sparen, dass ich die Hacke nochmal verbessern kann? Oder soll ich Lootboxen holen? Weil aus den Lootboxen kann man ja legendäre Sachen ziehen, ne? Geh auf aufs Gamblen für Content. Digga, ich sag's dir, ne? So wie es ist. Ich gehe da jetzt rein, grinde dann in die Boxen. Ich kann mir 29 Stück kaufen und ich ziehe nur Crap. So, jetzt habe ich 29.000 Level. Wie funktioniert das denn? Gib mir mal hier eine Lootbox, Kollege. Was? Bro! Ich habe bei dir Lootboxen gekauft. Was für Spamming. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin dein bester Kunde. Möchtest du eine weitere Lootbox kaufen? Ja. Digga, du gibst mir nur Fleisch. Und dann auch noch das Gammlige. Ist das gottlos. Ist das gottlos. Alle Level ausgegeben, 26 gammliges Fleisch bekommen. Ist das krank. Nee, ich habe sogar ein Smithing-Template bekommen einmal. Okay, kommt hier hin. Warum baust du das so umständlich ab? Du kannst es nicht ganz unten abbauen. Das Ding ist, du kriegst jedes Mal fürs Abbauen ein Level und XP in den Skill. Und wenn ich ganz unten abbaue, zählen die Sachen, die oben drüber sind, nicht mit rein. Und deswegen musst du das so abbauen. Steht die Sprengung noch? Es ist so krass. Es ist so krass, wie ihr alle unbedingt wollt, dass ich sprengen soll, ne? Das ist krass. Man merkt, die Leute haben richtig Bock, dass ein bisschen Beef mal in die Geschichte hier reinkommt. Dass mal so ein bisschen Fitner abgeht, ne? So, jetzt gucken wir mal. Hat Basti noch ein bisschen Dirt übrig gelassen? Ey, wenn Basti den ganzen Dirt jetzt mitgenommen hat, ne? Ich wette, der hat im Inventar. Basti hat den ganzen Dirt im Inventar und ich stehe jetzt hier und habe keinen Dirt. Ist das gottlos. Basti zockt. Ich werde dich vernichten. Ich bin gestern bei Fabo in den Chat gegangen, nachdem er meine Kürbisse geerntet hat, ohne zu fragen. Und habe Fabo geschrieben, Fabo, du weißt nicht, was du losgetreten hast. Ich bin geisteskrank. Ich bin ein Psychopath. Ich musste aber selber lachen, als ich das geschrieben habe. Vor allen Dingen, als Fabo das gelesen hat und sich selbst kaputt gelacht hat. Das kommt hier rein. Zack. Dann ein bisschen Bone, ja, genau. Das kommt hier hin. So, bam. Alright. Dort. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch ein bisschen Gravel am Start. Sehr geil. Den können wir jetzt vercraften. Dann machen wir nämlich jetzt so. Bam, bam. Bam, bam. Babam. Und babam. Zack, zack. Und dann können wir nämlich jetzt anfangen, die Dirt-Produktion erstmal ein bisschen hochzuschrauben. Ich habe schon wieder fast 5000 Level. Das geht wirklich richtig gut ab. Und bam. Oh, nee, das mache ich besser nicht hier. Ich gehe mal an die Ecke da. Nicht, dass da was in die Lava droppt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, wartet mal. Wir müssen jetzt einmal hier, zack, das da rein tun. Dann haben wir Dirt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall Cobblestone holen. Das heißt, wir müssen an meinen Cobblestone-Generator. Wie viel haben wir jetzt? Oh, das reicht schon mal, um ordentlich Dings zu craften. Wartet mal. Gravel. Ein Stack. Zwei Stacks. Ja, wir müssen noch ein bisschen holen, Leute. Wir müssen sehr viel Gravel haben. Mehr Gravel, mehr Dirt. Vielleicht könnte man Elements auf deinem Server als Modus einbinden. Also die Sache ist die, Jan. Das ist auf jeden Fall mit sehr viel Arbeit verbunden. Und die Frage ist, wie lange die Leute das motiviert. Zweitens muss man halt ganz klar sagen, das ist Spark sein Modus. Das muss man respektieren. Also das heißt, ne, da müsste ich erstmal mit Spark sprechen, ob das für ihn überhaupt fein geht. Und drittens ist die Sache halt, das mit diesem Mining-Skill und mit dem Foraging und so, das haben wir ja auch schon in ähnlicher Form in Kaktus-Clicker. Ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist, wenn man nachher ganz viele ähnliche Game-Modes hat. Hier, bam, bam. Bam, bam. Direkt mehr Dirt. Machen wir direkt nochmal hier. Bam, bam. Mehr Dirt. Ich glaube, der Gravel, den ich jetzt habe, der reicht sogar erstmal, um wieder weiteren Dirt zu produzieren. Ich tue erstmal jetzt überhaupt Dirt da draus machen. Ich will jetzt richtig viel Dirt produzieren, Leute. Wir brauchen jede Menge Dirt, Leute. Also wenn ich die Kürbisfarm riesig bauen will, dann muss ich hier... Da muss da wirklich was zusammenkommen. Bist du nicht der einmal abkoppeln G-Time? Ja, der bin ich. Ich bin der einmal abkoppeln G-Time. Das gibt's sogar in meinem Stream als Sound auf Twitch. Wenn einer für 100 Bits das reinhaut, dann sagt er im Stream einmal abkoppeln G-Time. Moin zusammen, wie kam es zu einmal abkoppeln G-Time? Ja, wir haben einfach Farming Simulator gespielt und Trimax hat halt
Trimax-Sachen gemacht, ne? Wie er halt immer macht. Dieses G-Time einmal abkoppeln war auf Österreich-Fahrt mit ein paar Jungs der Running Gag im Auto. Ist das krank. Ich kann dir nur sagen, aus der Perspektive von jemandem, der in diesem Meme vertreten ist, ich habe das also überhaupt nicht realisiert, dass das so groß ist. Am Anfang sind alle Leute, als ich auf TikTok angefangen habe zu streamen, reingekommen und haben immer geschrieben, einmal abkoppeln G-Time. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie, die wollen mich abfacken. Und dann irgendwann hat mir einer erklärt, dass das ein Meme ist aus dem Landwirtschaftssimulator. Ich habe nicht mal gerafft, dass das als Meme viral gegangen ist. Jeder kennt das Meme, ja. Falscher Dirt, nein! Ach du Scheiße. Ich habe so den falschen Dirt genutzt. Da kracht's gewaltig. So, jetzt haben wir genug. Jetzt gucken wir, dass wir nochmal eine Runde Cobblestone holen gehen. Dann können wir nämlich nochmal dann den verdoppeln quasi. Und dann werden wir gleich damit anfangen, dann die Kürbisfarm zu bauen. Da freue ich mich drauf. Das wird geil. Kaktus abbauen, gleich Unterhaltung. Islam, ich weiß nicht, ob du schon mal in deiner Lebenszeit einen Kaktus und einen Kürbis gesehen hast, aber das sind zwei unterschiedliche Pflanzen. Die eine ist mit Stacheln bestückt und die andere nicht. Und das, was ich hier gerade abgebaut habe, sind Kürbisse und keine Kakteen. Ich glaube, jetzt passt alles. Jetzt könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen Bone Meal holen. Und dann tue ich die mit Bone Meal noch mal machen. Dass die Pflanzen direkt groß sind. Boah, nice. Wir haben auch direkt sehr viel Komprimierte hier zusammen, ne? Da kann ich richtig schön nachher den Boss machen mit. Ich kenne G-Time nur als Max Side Chick. Ja, ich bin Max sein Side Chicken. Klingt lecker. Oh Gott, wo habe ich die Seeds reingetan? Es ist so ein Chaos. Wir müssen ein Lagersystem schaffen. Es muss, also ja, hier muss unbedingt ein Lagersystem rein. Das ist so krank, ne? G-Time war schon auf YouTube, da war Max noch flüssig. Ich glaube nicht, dass Max da so jung war. Ich glaube, Max hat 2016 angefangen und ich bin seit 2014 am Start. Wobei 2013, aber YouTube 2014. Weil ich habe mit YouTube angefangen, so zu Craft Attack 3 hin, richtig. Okay, die letzte Bahn. Wozu brauchst du so viel? Ey, die geben Level und alles und XP. Das ist geisteskrank, du wirst gleich sehen. Vertrau mir, wenn das erstmal fertig ist, das eskaliert. Willst du wirklich bei Fabo sprengen? Ich glaube, ich werde heute sprengen, ja. Ich habe auch ein bisschen Bock auf den Beef. Ich habe echt richtig Bock. Ich habe richtig Bock, Fabos und wichtigers Zuschauer so richtig in Rage zu bringen und ein bisschen Stress zu machen im Projekt. Ich habe auch die Erlaubnis. Ich habe ja gesagt, wenn die Leute ungefragt an die Sachen gehen und so, dann werden Sebo und ich dort sprengen und ich habe echt Bock, ein bisschen Beef zu machen. Einfach für die Unterhaltung. Ich weiß, wichtiger wird seine 17-jähriger PvP-Minecraft-Pro-Skills rausholen. Da habe ich kein Problem mit, aber ich habe trotzdem Bock, bei denen zu sprengen und ein bisschen abzufacken. Spreng aber keine Farm-Slots weg. Ja, aber dann ist das Sprengen ja total sinnfrei. Es muss ja irgendwas sein, was wehtut. Das muss ja was sein, was denen richtig, richtig wehtut. Wenn du bei denen sprengst, sprengen die auch bei dir, habe ich kein Problem mit, ist mir egal. Aber dann sind deine Farmslots auch futsch. Ja, ist mir ja egal. Ich bin zu schupart, was das angeht. Ich spreng ohne Rücksicht auf Verluste. Wichtiger tut nichts mehr weh nach Fuchsel. Boah, ich glaube schon, dass den das sehr brechen würde. Also Fabo meinte gestern zu mir, ich soll bitte mit dem Stress anfangen, sobald Wichtiger online kommt. Damit der direkt wieder genervt ist. Weil Fabo irgendeine Kacke gebaut hat in der Zeit, wo er weg war und er jetzt das dann auch noch abkriegt. Ich glaube, wenn man Fabo zum Freund hat, braucht man keine Feinde mehr. Ich glaube, Fabo, seine Mission ist gar nicht mit Wichtiger zusammenzuspielen, sondern den einfach nur zu brechen. Weil ich habe das Gefühl, Fabo guckt die ganze Zeit nach Optionen, wie er Wichtiger brechen kann. Glaube ich auch. Guck mal, seine erste Reaktion gestern. Ich bin in seinen Chat gegangen. Ich habe geschrieben, Fabo, du weißt nicht, was du losgetreten hast. Ich bin geisteskrank. Ich bin ein Psychopath. Fabo hat gelacht und meinte, bitte, bitte, G-Time, fang morgen, wenn Wichtiger kommt, an mit dem ganzen Stress. Mach richtig Stress, wenn der online kommt. Junge, was ist das denn für ein Teamplay? Wenn Fabo sagt, ich soll Wichtiger richtig auf die Nüsse gehen damit. Ja, ich denke mal, Fabo hat das auch direkt gecheckt, dass das ein Spaß von meiner Seite her war. Die Leute, die nehmen das immer sehr ernst. Da fehlen Glowstone. Wo fehlen Glowstone? Hier ist alles richtig. Okay, hier ist alles in Ordnung.
Ja, wir gehen jetzt die Reihen durch. Wir werden jetzt gucken, ob wir da nach und nach das finden. Hier fehlt ja alles. Hä, was habe ich hier gemacht? Hä, habe ich hier einen Schlaganfall beim Bauen gehabt oder was? Was habe ich denn hier gemacht? Hier habe ich ja komplett irgendwie, weiß ich nicht, Brain AFK gebaut. So, jetzt passt das. Chat gelesen dabei bestimmt. Ja, das wird sein. Ich war auf jeden Fall Brain AFK. So. Boah, guckt euch mal an die Level. Das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Das gibt richtig Hypixel Skyblock Vibes. So ein bisschen, da. So, jetzt tun wir erstmal den komprimierten Kürbis wieder hier rein. Den können wir nämlich nutzen, um dann Boss-Items zu holen. Okay, jetzt tue ich erstmal noch das hier ernten. Wir könnten überlegen, dass wir sogar noch wirklich ein vollautomatisches Lager in Kürze bauen, damit ich dann die Items einsortieren lassen kann und nicht mehr so ein riesen Durcheinander in meinen Kisten herrscht. So, ey, was mir gerade einfällt, wir müssen den Dripstone wieder zum Laufen bringen, ne? Das ist wichtig, damit ich mehr Dripstone rauskriege auch mit der Zeit. Den brauche ich zum Bauen. Dripstone ultra wichtig. 21 Stück habe ich. Ja, komm, machen wir so, zack. Vielleicht finde ich irgendwo noch so einen Dripstone. Ja, hier habe ich noch welche. Ey, ich habe sehr gut Dripstone am Start. Perfekt. Okay, die verbauen wir und dann kommt da oben, kommen da Wasserquellen drauf. Nee, das wird, also für die Allgemeinheit wird das nicht zur Verfügung gestellt, Elements. Das Ding ist, die Leute haben ja schon öfters gefragt, ob Trimax und ich nicht auf unserem Server so einen Modus bringen können. Das macht aber wenig Sinn, weil wir in Kaktus-Clicker, jetzt Season 3, die fängt Ende November ungefähr an. Da wird ein Improvement-Update kommen. Das wird den Grind in Minecraft nochmal viel, viel mehr reduzieren und belohnender gestalten. Und in Season 4, die nächstes Jahr im April startet, da kommt eine riesengroße, von Hand gebaute, offene Welt rein, wo man so in Hypixel Skyblock-Manier auch Ressourcen farmen kann. Also Eichenholz, Dunkelholz, Kohle, Eisen, also für jede Ressource gibt es ein eigenes Biom oder manche Biome haben mehrere Ressourcen drin. Die ist komplett von Hand gebaut und da hast du auch Collections. Und dann mit der nächsten Season, die danach kommt, also 5, wollen wir das Bauen in Fabriken reinbringen. So, und deswegen will ich eigentlich ungern so einen Modus hier bringen, weil das ähnelt sich einfach zu sehr. Dann haben wir irgendwann zwei Game Modes, die sich aber irgendwie vom Spielprinzip zum Teil ähneln. Und ich glaube nicht, dass das so geil ist.